Steuervorteile für Rentner. Diese 10 Posten können Sie steuerlich absetzen und für sich persönlich bei der Steuererklärung nutzen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wissen Sie eigentlich, was Sie als Rentner alles bei Ihrer Steuererklärung absetzen können? Wahrscheinlich mehr, als Sie ahnen oder denken. Dabei geht es wirklich nicht nur um die kleine Werbungskostenpauschale von 102 Euro oder um Kranken- und Pflegebeiträge. Nein, wenn wir da genauer hinschauen, ist da wirklich ein bisschen mehr drin, was Sie steuerlich absetzen können. Eines ist auch klar, Sie können viel Geld beim Finanzamt sparen, denn das Finanzamt will nämlich auch Ihr Bestes, davon am meisten, nämlich Ihr Geld. Und ich verrate Ihnen jetzt einfach mal, welche der 10 Steuer- oder 10 Positionen, die wir mal rausgefiltert haben, für Sie steuerlich absetzbar sind, wenn das im Einzelfall natürlich rechtlich machbar ist. Sie können jetzt nicht einfach herkommen und sagen, ich nehme jetzt einfach die 10 Positionen, die uns der Knöppel da vorgeschlagen hat und setze die einfach mal alle an. Nein, das muss man natürlich individuell auch betrachten. Aber einfach mal dranbleiben am Video und los geht's einfach mit den ersten Posten und zwar die umfassenden Abzugsmöglichkeiten statt irgendwelcher Pauschalen. Rentner können deutlich mehr von der Steuer absetzen als oft angenommen. Neben der Standard-Werbungskostenpauschale 102 Euro, die ja das Finanzamt automatisch Ihnen sozusagen zu Ihren Gunsten absetzt, gibt es noch weitere Posten, die Sie bitte nicht vergessen. Dazu gehören zum Beispiel Gewerkschaftsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, die auch im Ruhestand anfallen können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt als Rechtsanwalt noch im Ruhestand weiterarbeite, dann kann ich die die Mitgliedsbeiträge bei der Kammer selbstverständlich auch ansetzen. Dazu zählen natürlich aber auch Anwalts- und Gerichtskosten, die Sie im Rahmen einer Beratung oder eines Rechtsstreites zum Beispiel in Verbindung mit einer beruflichen Auseinandersetzung hatten oder aber der Klassiker in unserem Berufsfeld, die Rentenberaterkosten hatten. Das heißt also, alle die Leute, die zu uns kommen in die Rentenberatung, in die gerichtlich zugelassene Rentenberatung von Rentenbescheid24.de und eine Rechnung bekommen, können diese Rechnung steuerlich absetzen, denn Rentenberaterkosten können steuerlich angesetzt werden. Auch Steuerberaterkosten, das wissen Sie auch, können zumindest anteilig, wenn es die Rente betrifft, mit angesetzt werden. Und mit diesen Maßnahmen können Sie oftmals diese 102 Euro, diese wirklich mickrige Werbungskostenpauschale locker überschreiten. Natürlich als zweite Maßnahme Kranken- und Pflegebeiträge optimal nutzen. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind ein weiterer wichtiger Abzugsposten. Bitte diesen nicht vergessen, sowohl gesetzliche als auch private Krankenversicherungsbeiträge und Zusatzversicherungen, die Sie vielleicht abgeschlossen haben in diesem Bereich, können steuerlich geltend gemacht werden. Die Beiträge dazu finden Sie entweder im Rentenbescheid oder Sie erhalten eine Übersicht von Ihren privaten Krankenversicherungen, was Sie dort alles monatlich an Beiträgen zahlen. Bitte nicht vergessen, die Pflegeversicherungsbeiträge sind auch steuerlich absetzbar. Dann als dritte Position Versicherungsbeiträge umfassend absetzen. Neben der Kranken- und Pflegeversicherung gibt es natürlich auch weitere Versicherungen, die sich im privaten Sektor abspielen, die steuerlich abgesetzt werden können. Dazu gehören Sterbegeldversicherung, Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung, auch für Haustiere und für Fahrzeuge. Diese zählen als Sonderausgaben, genauer als sogenannter Vorsorgeaufwand dazu und sollten in der Steuererklärung entsprechend angegeben werden. Also ich kann das halt immer nur so grob pauschal mal anreißen. In die Tiefe möchte ich da gar nicht gehen. Dazu müssen Sie sich dann bitte entweder mit Ihrem Steuerberater Lohnsteuerhilfeverein oder aber mit einem super Steuerberechnungsprogramm wie zum Beispiel von VISO mal auseinandersetzen. Die geben auch super Hinweise dazu. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich nutze VISO persönlich auch. Das ist aber keine Kaufentscheidung, sondern das müssen Sie sich bitte immer individuell anschauen. Ja, dann die vierte Position, Kirchensteuer und Spenden können Sie steuerlich berücksichtigen. Wenn Sie also zum Beispiel als Rentner Kirchensteuer zahlen, können Sie diese Beträge ebenfalls von der Steuer abziehen. Falls Sie nicht vorhaben, aus der Kirche auszutreten, können Sie sozusagen diese entsprechenden Steuern abziehen als
als Position. Bei Spenden bis 300 Euro müssen Sie noch nicht einmal mehr eine Spendenquittung nachweisen. Es genügt der Kontoauszug als Nachweis. Dies gilt insbesondere für Spenden im Rahmen von Katastrophenfällen. Ja, wenn Sie manchmal hier Ahrtal zum Beispiel, wo viele Menschen in Deutschland gespendet haben, aber auch bei den Überflutungskatastrophen damals in Ostdeutschland, erinnern Sie sich bitte dran, haben auch ganz, ganz viele deutsche Landsleute untereinander gespendet, aber auch die vielen Spenden, die jetzt in die Ukraine gegangen sind, im Ukraine-Krieg oder im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, das können Sie alles steuerlich absetzen. Dann als fünfte Position, die Sie steuerlich absetzen können, sind Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen. Krankheitskosten, die von Ihrer Krankenversicherung nicht erstattet werden, können Sie als außergewöhnliche Belastungen steuerlich ansetzen. Ob sie anerkannt werden, ist noch eine ganz andere Frage. Dazu zählen unter anderem Ausgaben für Medikamente, Zahnersatz, Hörgeräte oder Treppenlifte. Wichtig ist aber, das müssen Sie sich bitte merken, bei all diesen ganzen Positionen, Sie brauchen ein ärztliches Rezept für diese entsprechenden Hilfsmittel oder entsprechenden Medikamente. Auch die Selbstbeteiligung bei Krankenhausaufenthalten sowie Fahrten zum Arzt können abgesetzt werden von der Steuer. Ja, dann der Klassiker als sechste sind die Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung. Für Menschen mit Behinderung gibt es die Möglichkeit, Pauschbeträge in der Steuererklärung geltend zu machen. Diese Beträge sind gestaffelt nach dem Grad der Behinderung. Ich glaube, da geht es los ab dem Grad 20 und können je nach Schwere der Behinderung zum Beispiel bis 7.400 Euro betragen, die man da ansetzen kann. Sie müssen keine Einzelbelege einreichen, sondern den Grad der Behinderung in der Steuererklärung abgeben. Falls das Finanzamt nachfragt, dann Sie bekommen vom Versorgungsamt einen entsprechenden Bescheid, wo drin steht, was Sie hier für einen Grad der Behinderung haben. Und das können Sie ja sozusagen dann dem Finanzamt als Nachweis, wenn danach gefragt wird, dann vorlegen oder aber Ihren Behindertenausweis. Ja, als siebte Position Handwerkerkosten absetzen ist auch ein Klassiker. Kosten für die Handwerker, für Handwerkerleistungen können auch von der Steuer abgesetzt werden. Das gilt auch, das gilt sowohl für Eigentümer als auch für Mieter. Die entsprechenden Kosten, zum Beispiel über die Nebenkostenabrechnung nachweisen können. Das heißt also Hausmeisterkosten in der Nebenkostenabrechnung können Mieter steuerlich absetzen. Absetzbar sind 20% der Lohnkosten, jedoch nicht die Materialkosten mit einem jährlichen Maximum von 1.200 Euro pro Person. Aber meine Damen und Herren, eins ist klar, das Finanzamt erkennt keine Handwerkerleistungen an, die Sie privat bar bezahlen. Das müssen Sie alles schön ordentlich nach deutschem Beamtentum schön ordentlich überweisen. Das heißt also, die Überweisungsbelege bitte entsprechend aufheben. Ja, dann die achte Position, das sind die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen, Hilfe im Haushalt, bei Pflege wie Kochen, Putzen, Gartenarbeit kann ebenfalls mit von der Steuer abgesetzt werden. Hier gilt ein Abzugsbetrag von 20%, maximal aber das höhere Limit bis 4.000 Euro pro Jahr. Ja, dann als neunte Position Kapitalerträge prüfen und gegebenenfalls zurückerstatten lassen. Zinsen oder andere Kapitalerträge, die durch Guthaben bei Banken erzielt werden, hoffentlich haben Sie viel davon, können ebenfalls steuerlich relevant sein. Obwohl ja die Bank sozusagen diese Zinsen oder die Steuern auf die Zinserträge schon über die Kapitalertragssteuer direkt einbehält und an das Finanzamt abführt, besteht natürlich für Sie die Möglichkeit, diese Steuer über die Steuererklärung zurückzuerstatten, wenn das Gesamteinkommen entsprechend, das zu versteuernde Gesamteinkommen für Sie entsprechend niedrig ist. Hier sollten Sie sozusagen die sogenannte günstiger Prüfung wirklich nutzen, um dann eine optimale Steuererstattung zu erzielen oder das Beste für Sie sozusagen aus dieser Situation herauszuholen. Ja, also bitte nicht vergessen, wenn Sie 2.000 Euro Zinserträge haben und hierauf fallen Kapitalertragssteuer an, dann müssen wir natürlich immer betrachten, was haben Sie für ein konkretes zu versteuerndes Einkommen. Und wenn das insgesamt relativ niedrig ist, dann können Sie sich vom Finanzamt da die Kohle wieder zurückerstatten lassen oder zum Teil zurückerstatten lassen. Ja, last but not least, Rentnerinnen und Rentner arbeiten ja manchmal auch im Alter. Nach den neuesten Zahlen 1,35 Millionen Rentner, die im Alter arbeiten und die können sich natürlich, wenn sie am Computer sitzen zu Hause oder ein Telefon benutzen, diese Kosten auch als entsprechende absetzbare Kosten
beim Finanzamt ansetzen. Also Sie können die Kosten für den Computer und fürs Telefon steuerlich absetzen, wenn Sie zum Beispiel eine Erwerbstätigkeit ausüben oder Vermietung und Verpachtung machen, freiberufliche Tätigkeit oder eine gewerbliche Tätigkeit. Der Computer kann dabei bis zu 50% der Anschaffungskosten sowie den laufenden Kosten, zum Beispiel Internetverbindungskosten, geltend gemacht werden. Bei einer höheren Nutzung für die beruflichen Anteile oder beruflichen Zwecke kann natürlich ein größerer Anteil dann auch abgesetzt werden, aber Sie müssen diesen dann auch entsprechend steuerlich nachweisen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Das waren die 10 wichtigsten Posten. Ich denke mal, es gibt sicherlich auch noch viel, viel mehr, über das wir in Ihrer Steuererklärung oder für die Steuererklärung für Rentner hier reden könnten. Aber wenn Sie sich mal ein bisschen orientieren, im Internet finden Sie da auch viele gute Beiträge auch, zum Beispiel bei finanztipp.de oder bei entsprechenden Steuerberatungsseiten. Da können Sie auch nochmal nachlesen, finden Sie viel. Oder, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich benutze gerne das Programm Viso, privat natürlich auch, also ich benutze es nur privat. Da finden Sie auch viele, viele gute Tipps und Hinweise. Wenn Sie natürlich sich da unsicher fühlen und sagen, Mensch, alles klar, das ist eine gute erste Orientierung, was uns der Knöppel hier gesagt hat, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, dann, meine Damen und Herren, mein Tipp, gehen Sie bitte zum Lohnsteuerhilfeverein oder aber zu Ihrem Steuererklärer, zu Ihrem Steuerberater und lassen sich von denen individuell in ihrer Situation beraten. Ich denke, das ist notwendig und wichtig, wenn Sie unsicher sind und wenn Sie nicht mit den ganzen Steuererklärungskram klarkommen und sich damit auch nicht belasten wollen, dann lassen Sie sich bitte durch fachliche Hände sozusagen die Arbeit wegnehmen und Ihnen dort gegenüber dem Finanzamt helfen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesen Fragen, zu diesen steuerlichen Fragen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.